Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niflheim. Ja, ich habe das Inventar ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen Essen gekocht. Mehr ist nicht passiert, Freunde. Und wir wollten auf jeden Fall mal hier unsere Festung wieder reparieren. Das ist nötig. Brauchen wir Holzstamm, Brett und Eisenbahn, haben wir alles da. Machen wir das mal. Dann gucken wir doch gleich mal. Dann machen wir gleich weiter, oder? Eine sagenhafte hölzerne Burgmauer. Zack. Wir haben es doch, Freunde. Wir müssen die Sachen auch benutzen und investieren, die wir haben. So, jetzt können wir hier noch mit Brett und Eisenbarren das nochmal erweitern. Machen wir mal. Finde ich eine gute Idee. Machen wir. Eisenbarren. Jawohl. Ein paar Bretter brauchen wir noch. Und dann machen wir uns ein paar Eisenbarren und dann hauen wir hier gleich mal auf Stufe 3. Und dann gehen wir mal noch in irgendeinen Dungeon. Irgendwo. Richtig tief runter. Müssen wir gleich mal gucken. So, das müssen wir auch irgendwann mal. Silber, okay. Eine Flasche reines Öl. Die können wir uns aktuell aber noch nicht machen. Also wir müssen die Alchemie auch nochmal aufrüsten. Naja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Machen wir uns erstmal hier ein paar Eisenbarren noch. Natürlich wieder vergessen, wie viel wir brauchen. Macht ja nichts. Klar könnte man sich immer alles aufschreiben, aber hey, ich mache ein paar mehr und dann passt das schon. Auch mit den Pilzen. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, bisher zumindest, dass man alle Sachen, die man hier irgendwo findet, alle Arten, Pilze und Pflanzen und so, zu irgendwas gebrauchen kann. Ja. Also auch das ganze Fleisch, das Bisonfleisch und so. Können wir bestimmt, wenn wir die Küche irgendwann ordentlich geupgradet haben, wenn wir da unser Ceranfeld drin haben oder was weiß ich. Können wir da bestimmt auch das ganze Fleisch verarbeiten. Hier ist, guck mal, hier ist unser kleiner Hausfrosch. Der bewegt sich auch nicht viel. Also schon viel, aber hat nur einen kleinen Wirkungskreis, den er benutzt. Von daher, wenn Platz ist, wird einfach alles mitgenommen und dann wird halt immer geguckt. Dann werden gewisse Sachen weggeschmissen. Klar, ein paar bessere Pfeile wären auch nicht schlecht, sind mir aber. Federn haben wir, Zweige haben wir, klar. Aber so die Titanbarren für Titanpfeile oder Eisenerze oder was wir da brauchen, ist mir ein bisschen zu schade für. So. Ach, jetzt geht's hier weiter. Mit Stroh und Ton. Einen irdenen Vor. Beschütze dein Totem und deine Verliese. Fände ich auch nice. Stroh und Ton. Kommt, Freunde, das machen wir nochmal. Ist sowieso gerade Sturm. Irgendwie ungemütlich. Schnell rein. Ton und Stroh. Sollten wir ein bisschen was von haben. Ton und Stroh haben wir nicht mehr viel. Doch hier. Klar haben wir. Gehen wir da gleich nochmal raus. Geht's nochmal eine Stufe nach oben hier. Zack. Ein irdenen Vor. Ist das nicht der Vor? Ist nicht das Vor? Keine Ahnung. Ja, schick. Guck mal hier, schon eine richtige Burg jetzt. Eine Festung mit Ton und. Ach, guck mal, wir können hier gleich noch weitermachen. Irdene Burgmauer. Das machen wir auch noch. Haben wir nämlich gerade dabei. Haben wir eine Mauer, Freunde. Boom. Jawohl. Und hier bräuchten wir noch ein paar Eisenbarren. Auch das wäre möglich. Und dann Seil und Kupferbarren. Also Eisenbarren, Seil und Kupferbarren. Hm, wir gucken mal. Ein Seil haben wir noch. Seil brauchen wir. Stroh und Wolle. Und Kupferbarren. Kupfererz und Kupferbarren. Dann machen wir uns das nochmal schnell. Erstmal brauchen wir noch ein paar Seile. Komm mal her. Jawohl.
Ja, dann hat man auch mal ein bisschen Zeit. Wenn wir dann in Minen sind, dann müssen wir nicht so ganz schnell zurück. Aber früher oder später muss man es halt doch, ne? Sonst knallen die uns das Ding hier zusammen und dann, soviel ich weiß, ist das Spiel verloren. Ja, nicht so schön. So, 5 Seile haben wir jetzt. Ich glaube, das reicht. Jetzt machen wir uns noch ein paar Eisenbarren und Kupferbarren. Eisenbarren. Dass wir die Türme schon mal an unsere neue Burgoptik auch angleichen können. Sonst sieht das doof aus. Ja, das wollen wir nicht. Das soll schon auch optisch ein bisschen schön sein. Ja? So, jetzt ein paar Kupferbarren. Dann kriegen wir nämlich hier eine richtige Festung noch hin. So. Tja, Schmiedstufe 3. Sehr, sehr gut. 8 Kupferbarren. Oh, ich... ich bin so für 10, Freunde. Ich bin für 10. Ja. Dann kriegen wir nur 3 raus, ne? Also machen wir noch einen. Machen wir noch. Also 3. Und Eisenbarren machen wir auch nochmal. Komm. Machen wir uns auch nochmal 3. Nice. So. Könnte eigentlich jetzt passen. Alchemie-Upgrade. Ja, müssen wir halt machen. Um uns Sachen herzustellen, um die anderen Sachen abzubrechen. So, jetzt geht erstmal das Ding hier. Kommt jetzt noch in die Burgoptik. Ich fand das Hölzerne ja vorher ein bisschen schöner, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so gut. Mal sehen, wie es hier hiermit aussieht. Da brauchen wir halt auch viel Kupfer dann. Aber wir können zumindest schon mal hier, was? Irdene. Vielleicht steht's da. Irdene Kaserne oder sowas. Und irdene Festung. Jo. Gut. Ah, die Türme sehen schon, die sehen kacke aus. Aber wir haben keine Seile mehr. Nun gut, reicht erstmal, oder? Reicht erstmal. Ja, guck mal, hier schon wieder alles voll. Die Möhrchen. Mit Möhrchensamen. Also ein Huhn würden wir ja schnell nochmal finden. Das heißt, das Ding hier abzugraden wäre auch nicht schlecht mit Bausteinen. Warum denn nicht? Vorne, das machen wir. Das machen wir auch nochmal schnell. So. Und was wir dann natürlich auch brauchen, ist hier so ein Käfig. Ich habe das Gefühl, die Möhrchen wachsen schneller als die Eier, aber genau weiß ich natürlich nicht. So, Zweige brauchen wir noch hier für unsere Reisigfalle. Ein paar Zweige. Sollten wir auch haben. Ja, ganzen Baustoffe einfach mal alle im Inventar lassen. Ist schon okay. Jo. Wir könnten uns auch gleich 2 machen. Oder? Ja, machen wir mal. Sicher, sicher. Nachher haben wir da wieder irgendwie einen Hasen drin oder einen Igel drin und dann ist die Falle nämlich wieder weg. Ja. Wollen wir nicht. Deswegen eine zur Sicherheit. So, ich weiß, wir wollten nochmal in so einen Dungeon. Machen wir auf jeden Fall. Uns hetzt ja nichts. Es gibt noch viel zu tun, Leute. Gibt einfach noch viel zu tun. Wir müssen ja unsere Rohstoffe auch mal verbrauchen, nur sammeln und das macht einfach keinen Sinn. So, der kommt erstmal weg. Das ist nämlich ein Männchen. Männchen wollen wir nicht haben. So. Ja, schön. Schön, unser Pfeil. Ja, das sind immer die Treffer, die auch einfach ganz nice sind. Die kritischen Treffer und kritische Chance und so. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder auf Wolfsjagd, weil ich eigentlich wollte ich ja nur ein Hühnchen, aber da war nur ein Hahn. Das wollen wir nicht. Und man kann ja auch immer nur eine Sorte reinpacken. Könnt jetzt sagen, hier, wir bauen das Ding aus.
Und dann haben wir Eier und Federn. Dem ist aber nicht so. Passt nur eine Sorte rein. Leider auch nur eine Sorte Samen hier im Treibhaus. Das ist ein bisschen schade. Aber nicht so schlimm. Sei denn, wir würden uns mal für 12.000 andere Gebiete kaufen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. So, der Igel muss wieder weg. So, das Ding hauen wir mal hoch jetzt. Dann haben wir das schon mal. Schön. Was kostet die nächste Stufe? Wie? Geht gar nicht. Okay. Dann haben wir schon das Maximum. Verrückt. Haben wir das schon maximal ausgebaut. So, wenn wir jetzt noch ein Huhn finden, bin ich zufrieden. Ja, Wölfe sind auch immer gern gesehen, gern genommen. Da höre ich doch was. Ah, das sind alles Männchen. Die müssen weg. Leider ist das so. So, wir wollen mal hier keinen doppelten Wolf haben. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, jetzt geht's wieder los. Schneesturm. Ja, jaul du nur. Du weißt, was dir blüht. Mein Freund, ist nicht persönlich. Ist echt nicht. Ist nicht persönlich, mein Lieber. Ist einfach nur so, dass du hier im Weg bist. So, hier kommt wieder der Honig. Tja, Freunde. Ist ein bisschen doof jetzt, ne? Sind einfach keine in Sicht. Keine Hühnchen. Die sind auch immer nur so rechts und links von unserem Lager. Oh, guck mal, hier ist ein Möhrchen. Wenn wir da einen Samen kriegen würden, das wäre natürlich nice. Gucken mal. Nein, gab nur eine Karotte. Ohne Samen. So, unser Inventar ist auch schon wieder voll. Honig? Jo, können wir essen. Lecker. So, hier sehe ich noch ein Möhrchen. Vielleicht gibt das ja noch einen Samen. Wir hätten Platz dafür. Und? Nein. Hier nur eine Karotte. Kein Karotten. Was ist das? Trockene Samen? Trockene Samen nehmen wir natürlich auch mit, Freunde. Nee, irgendeine Moosbeere. Gab es hier trockene Samen immer in diesen Büschen? Oder gab es da nur Stroh? Ah, trockene Samen. Sehr gut. Ist gut fürs Brot, Freunde. Ist gut. Ich habe am Anfang geschimpft, wer braucht schon trockene Samen, aber wir brauchen sie. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Nee. Alter, es gibt keine Hühner mehr. Wir können natürlich auf Verdacht einfach eine Falle mal hier abschmeißen. Ja, eine Möglichkeit. Wir hätten Kupferbarren, sonst hätten wir das auch nochmal mitnehmen können. Ach, irgendwie sind die weiblichen Hühnchen sind aus im Moment, habe ich das Gefühl. Guck mal hier, das sind auch alles wieder nur männliche. Warum? Frag's Pferd. Ich weiß es nicht. Ja, Inventar voll. Oh, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Was tun wir denn mal zur Seite? Nur mal kurz die trockenen Samen. Nur mal kurz, die können wir ja gleich wieder mitnehmen. Ich würde nur mal gucken, was das ist. Eine weiße Rübe. Naja, gut. War jetzt auch nicht so doll. Also in den Büschen sind auch immer unterschiedliche Sachen. Oh, ich finde aber, wir haben trotzdem viel geschafft. Ich meine, hier, guckt euch diese irdene Festung an, Leute. Jetzt sind Hähnchen. Hähnchen sind da. Na, hier die Hähnchen mit den Ohren und Stummelschwanz. Kennt man doch. Die Hähnchen. Kann man sich auch schön zu Hause als Haustier halten. Ja, das müssen wir natürlich noch mitnehmen, das Hasenfleisch. Das wird auch gleich noch hier liegen, glaube ich. Gehen wir erstmal nach unten. Dann holen wir uns gleich das Hasenfleisch noch. Gut, sind wir mit Bauen erstmal weitestgehend fertig. Ne? Wobei, warte mal, ach.
Komm, die Alchemie, da gucke ich nochmal. Vielleicht reicht das, was wir hier im Stack haben, für die Alchemie. Jo, kochen könnten wir was. Wir können aber auch die Zutaten einfach hier erstmal in unsere Fressbox legen. Weil wir sind ja eigentlich ganz gut hier bestückt essenstechnisch. Damit können wir schon mal so einen Dungeon-Gang machen, glaube ich. Das passt schon. Noch was zum Essen hier? Nö. Doch die trockenen Samen fürs Brot. Der Rest kommt in irgendwelche anderen Kisten. Genau. Und einmal gucken hier. Alchemie auf Stufe 2. Kupferbarren. Ah, Mist. Ja, wir müssen in die... Ja. Dungeon oder Minen? Eigentlich Minen, Freunde. Obwohl, wir könnten die Alchemie... Kommt, dann haben wir hier heute schön was geupgradet und aufgerüstet. Geht euch der Frosch auf die Nerven? Mir nicht. Der bleibt noch ein bisschen. Falsch. Dann machen wir noch Kupferbarren, machen die Alchemie schnell noch hoch. Das gönnen wir uns, weil wir brauchen nämlich hier, guckt mal, um das auszubauen, brauchen wir brennbares Öl. Ach, Moment mal, brennbares Öl haben wir doch. Brennbares Öl können wir jetzt schon machen. Ich meine natürlich, die Sägemühle. Brennbares Öl haben wir doch schon irgendwo rumliegen. Glaube ich mir ja ziemlich sicher gerade. 3 brennbares Öl ist doch nicht so mit Harz. Haben wir auch schon irgendwo liegen. Aber ich meinte hier, um die Sägemühle auszubauen, brauchen wir reines Öl. Ja? Also brennbares Öl und reines Öl. Brennbares Öl hatten wir, glaube ich, schon irgendwo drin. Jetzt machen wir hier erstmal. Ne, komm mal her. Ne, das ist die Küche. Wir wollen zur Alchemie. Ne, hier ist Essen. Zack. Jawohl. Sehr gut, das geht zügig. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob wir brennbares Öl jetzt hier bauen könnten. Theoretisch, gucken wir hier, schön. Schön ein bisschen angebaut. Mit, so, das ist brennbares Harz. Brennbares Öl geht, ne? Harz, Zapfen und Krempling. Reines Öl geht immer noch nicht. Das heißt, brennbares Harz könnten wir machen. Brennbares Harz und brennbares Öl funktioniert schon. Und irgendwo hatten wir doch da auch schon was. Hier habe ich irgendwo die... Hier habe ich die Amulette alle reingeschmissen. Auch kein Mensch. Haben wir ja nur gemerkt. Nun gut, mit diesem brennbaren Öl und reines Öl und so, das gucken wir uns dann nochmal genauer an. Das ist unsere Fresskiste. Da müssen wir uns dann halt ein bisschen Harz mitnehmen. Ein bisschen Alchemie machen. Guck mal hier, brennbares Öl, brennbares Harz haben wir jeweils zumindest schon eine Flasche. Stimmt, da braucht man den Krempling. Da hätten wir aber auch noch 7 Stück. Also wäre eine Option. Können wir auf jeden Fall demnächst mal tun. Aktuell muss das nicht sein. So, dann warte mal, wir schmeißen mal die Falle hier rein. Dann haben wir die hier gleich in der Nähe. Wie gesagt, im Moment gab es ja nun nichts. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dass dann auch mal ein paar Hühner da sind. Wo sind die Chicks, wenn man sie sucht? Mal Titanbarren, Titanerz, Silbererz. Also wir könnten auch locker uns ein paar Silberbarren machen. Brauchen wir aber im Moment nicht. Aber Kupfererz ist alle. Kupfererz ist alle. Jo. Also müssen wir doch nochmal in die Minen, sagst du, ne? Hast du recht. Hast du recht, müssen wir machen. Mine oder Dungeon? Ah, ich hätte mal Bock auf Dungeon eigentlich. Okay. Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich. Und dann gehen wir mal schön irgendwo in die Unterwelt. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.